Da sind wir dabei. Bist du mit Flizzy noch gut oder gab's Beef? Schon mal passiert, dass du eine Frau ohne Make-up nicht mehr anziehen findest? Hast du Zara getroffen in Tulum? Hahaha, du hast richtig Hass auf Deutschland. Wie ist die Hurricane-Season in Tulum? Da habe ich mich schon ganz früh, habe ich damit abgeschlossen mit dem Thema Politik. Auf der ganzen Welt eigentlich auch. Nein. Ja. Nein. Ja. Der nächste Song kommt raus und danach gibt's eine Ankündigung. Ich glaube, ich mache ein kleines Tape. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club und ich. Da sind wir dabei. Das ist prima. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Jetzt habe ich den Chat am Start, Digga. Was geht ab, Digga? Schon mal passiert, dass du eine Frau ohne Make-up nicht mehr anziehen findest? Eine sehr schöne Frage. Und ja, definitiv. Eins in den Chat, wenn euch das auch schon mal passiert ist. Leichte Abturner-Vibes so, manchmal. Weißt du, wie ich meine so? Ich mag das schon, wenn Frauen sich richtig schön zurecht machen und so. Und wenn du dann, manche Frauen sehen halt wirklich wie ein anderer Mensch aus, so. Das ist der Vorteil bei uns Männern, du kriegst, was du siehst. Weißt du, wie ich meine so? Du guckst uns an, du siehst, okay, der ist so, der sieht morgen früh auch noch so aus. Weißt du, wie ich meine? Haare vielleicht ein bisschen durch den Wind. Den ein oder anderen Pickel mal mehr beim Lovelock auch an der Stelle. Aber dass ich dann aufstehe und komplett anders aussehe, das wird nie der Fall sein, Digga. Und das war bei Frauen, also ist bei Frauen öfter mal der Fall so, ne? Wissen wir alle, dass die sich manchmal extrem schminken und wenn du die dann ohne siehst, anderer Mensch einfach, weißt du? Bist du mit Flizzy noch gut oder gab's Beef? Kein Kontakt einfach. Neutral. Ich habe mir gestern sein Interview reingezogen. Nice. Ich will mir diese Da Vinci-Finger auf dem Nackenfleisch machen. Was haltet ihr davon? Tschüss, nur 40 Zuschauer, was los? Wo ist der Rest, ja? Wieso 40 ist nice, Digga? Ich bin zufrieden mit den 40. Kommt nicht drauf an, wie viele Zuschauer hier sind, Bro. Aber wenn es dich stört, dann geh zu einem Kanal, der mehr Zuschauer hat. Vielleicht erzählt der realere Sachen, weil er mehr Zuschauer hat. Haut's. Zufrieden mit den Man, wie ich. Hand aufs Herz jetzt mal an alle Deutschen. Fühlt ihr euch gerade wieder besser? Also fühlt ihr euch freier? Fühlt ihr euch wieder freier? Ist es wieder mehr. Ist wieder more life oder ist immer noch less life? Hahaha, du hast richtig Hass auf Deutschland. Ich hasse Deutschland, auf gar keinen Fall, Bro. Ich bin halb Deutscher, Blutdeutscher, meine Genetik ist halb deutsch und deswegen liebe ich Deutschland und ich habe auch eine krasse Verbindung zu Deutschland. Und das hat meine Mama gestern auch gesagt, umso weiter du von Deutschland weg bist, umso mehr hast du Deutschland positiv abgespeichert im Kopf. Also bei mir auf jeden Fall so, ne? Das heißt, ich habe Deutschland niemals negativ abgespeichert in meinem Kopf so. Niemals, Digga. Ich hab zu viel, meine ganze Kindheit, mein alles, meine Sprache, wie ich rede, wer ich bin, ist deutsch, Digga. Ich bin deutsch. So. Nichtsdestotrotz will ich nicht in einem Land leben, wo ich mich testen lassen muss, damit ich einkaufen oder essen gehen kann, so, weißt du? So. Fertig aus, Bruder. Und wenn das dann, wenn das in den First World Ländern so bleibt, dann lebe ich halt in der dritten Welt so. Weißt du, wie ich meine? Scheiß drauf. Hauptsache, ich bin frei. Aber das ist meine persönliche eigene Entscheidung so. Ne? Wenn ihr euch gut fühlt, so jeder muss das für sich fühlen, spüren, so, wenn das Volk sich damit gut fühlt, Digga, dann sollen die es halt machen, so, weißt du? Ist so alles cool. Am Montag wollen bei uns die Maskenpflicht fallen lassen und Tests brauchen wir auch nicht mehr in Bremen, eigentlich chillig. Aber danach wird Corona safe wieder hochgehen und dann heißt es wieder Knastleben. Ich hoffe es nicht, Digga. Sag ich dir, wie es ist. Also ich hoffe, dass das dann einfach vorbei ist, so. Weißt du, wie ich meine so? Dass das Ding dann durch ist. Ich glaube, das mit du hast Deutschland ist nur eine Illusion. Bro, du hast hier immer noch eine fette Community. Viele kennen dich immer noch. Nur diese positiven Vibes sind gefühlt nur im Sommer. Ein bisschen. Ja, safe. Habe ich ja eben auch erklärt, ne? Hat man auch so verstanden, wie ich es gesagt habe, oder? Also man merkt doch nicht, also man denkt doch nicht, dass ich Deutschland hasse, wenn du meine Talks ganz anhörst. An ein paar Sätzen könnte man vielleicht manchmal denken, oh, aber wenn du meine Talks ganz anhörst, Digga, dann merkst du schon, dass ich Liebe habe für Deutschland so. Vor allen Dingen für das Volk so. Politik ist für mich sowieso scheiße. Da habe ich mich schon ganz früh, habe ich damit abgeschlossen mit dem Thema Politik, auf der ganzen Welt eigentlich auch. Wie ist die Hurricane Season in Tulum? Habe ich noch nicht mitgekriegt bis jetzt. Hat Mama gestern auch gesagt, so, ey, du musst auf jeden Fall da bleiben, bis der erste Hurricane kommt. Guck mal, meine Mutter, wie durch die ist, Digga. Anstatt dass sie Angst davor hat, will die, dass ich das erlebe, damit ich ihr das erzählen kann. Krass. Hast du Zara getroffen in Tulum? Nee. Nee. Aber ey, ich hab gedacht, ihr verarscht mich, Digga. Ich war auf Instagram live. Ich war auf Insta live. Und
So, dann schreiben natürlich wieder, seitdem ich mit Zara was zu tun hatte, schreiben immer mindestens 5 oder 6 Leute im Chat so, ey, was ist mit Zara? Ey, Zara ist da, wo du auch gerade bist. Zara ist bla 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 und so. Und natürlich habe ich nicht gedacht, dass es wieder Verarsche ist, so. Digga, gehe ich hier auf Instagram, so. Irgendeiner hat mir auch gesagt, die ist hier, so gehe ich auf Instagram, die ist einfach in Tulum, jo. Yeah. Ja, krass. Flasht auf jeden Fall. Ich habe mit ihr seit damals nicht mehr, keinen Kontakt mehr gehabt, so. Stören dich die Algen im Meer aktuell oder juckt das gar nicht, Fragezeichen. Also wenn ich jetzt hier im Urlaub wäre, würde es mich stören, glaube ich. So. Dadurch, dass ich hier lebe und schon 5 Monate oder 4 Monate lang weißen Strand hatte, ohne Algen, nix, ist für mich vollkommen okay. Ich gehe jetzt, wenn ich schwimmen gehen will, gehe ich einfach an eine Zenote. Und da ist nämlich klares Wasser, ist brutal. Und ich kenne auch ein paar, die so überhaupt nicht crowded sind. Und deswegen ist es für mich okay. Außerdem lasse ich mir eh gerade viel Tattoos machen und so. Und dann ist es eh nicht geil, in der Sonne zu chillen oder ans Meer zu gehen. Es sind jetzt 2-3 Monate quasi Regenzeit, Winter, Algen im Wasser, Hurricanes und so. Das ist quasi der Winter hier. Ja, es ist trotzdem noch warm, Sonne ballert trotzdem immer noch durch, so. Ich leg mich hier auf den Balkon, ich mache meine Streams, ich schneide meine Videos, ich mache meine Musik, so. Weißt du, wie ich meine? Ich bin am Machen. Ist alles cool. Für mich ist es eh, ich bin ja nicht im Urlaub hier, so. Ich bin ja kein Tourist, so. Tourist. Wieso habt ihr keinen Kontakt mehr? Gab es irgendwelche speziellen Gründe oder einfach so? Musst Fragen nicht beantworten. Nee, einfach so, Digga. Also wir hatten keinen Streit, so alles cool. Alles, also von meiner Seite keine einzige negative, ich habe keine negativen Vibes auf Zara, im Gegenteil. War schön. Was ist die beste Reisezeit in Tulum, für Tulum? Die beste Reisezeit Dezember, Januar, Februar, März. Der ist das. Mach dir diese Tätowiererin klar, die ist wirklich hübsch. Ja, nee, das ist ein schöner Mensch und ich mag die. Deswegen bleibe ich mit ihr im Kontakt so. Ja, da geht's, hier geht's nicht um Klarmachen oder so. Also August eher nicht. Ich weiß es nicht ganz genau, Bro. Ich weiß, dass auf jeden Fall jetzt nochmal so eine kleine Sommerphase, Sommerferienphase, Saisonphase hier kommt. Aber ich habe diese Phase, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, die habe ich bis jetzt noch nicht mitgekriegt. Ich denke mal, ich werde das Jahr noch voll machen, damit ich mal ein Jahr hier so gelebt habe und dann auch weiß, wie das so ist in den verschiedenen Jahreszeiten so. Aber von Dezember bis Januar, Februar, März so war schon brutal geil. Wieso ist jeder gleich auf Smashen aus? Weil ihr kaputt seid. Nee, Digga, keine Ahnung. Ich bin auch so. Vielleicht habe ich die geprägt, Digga, deswegen sind die so. Ich fühle deine Livestreams und freue mich, dass du mit Tulum einen geilen Ort gefunden hast, wo du dich wohlfühlst. Das ist doch mal Anil, Bremen, das ist doch mal eine schöne Nachricht, Bro. Dankeschön. Sowas hört man gerne so. Bei den ganzen Nachrichten, wo Leute mir wünschen, dass ich wieder nach Deutschland komme und Hartz IV beantragen muss, dass ich, keine Ahnung, dass ich hier Stress kriege mit irgendwelchen Gangs oder so. Was weiß ich, was sich die Leute alles wünschen, so. Da ist so eine Nachricht mal echt schön, so. Dankeschön. Bro, werden die Singles in einen Release münden oder wird es ein gekoppeltes Projekt, sprich ein Playlist? Nein. Nein. Ja. Nein. Ja. Der nächste Song kommt raus und danach gibt es eine Ankündigung. Ich glaube, ich mache ein kleines Tape. Weil ich habe gestern gemerkt, ich habe 5, 6 Afrobeat-Songs fertig. Die sind alle aber auf YouTube-Beats und so. 2 habe ich von denen gekauft und so. Vielleicht haue ich das einfach als Mixtape. Boom. Gib ihm. Und danach, Richtung Winter, gibt's schön was in die Fresse, Digga. Gibt's schön was in die Fressen, Digga. Gibt's schön was in die Fresse. Ihr kennt mich noch gar nicht. Ihr kennt nur den Lovelock, den... Ich bin der Heiße im Club. Oh, Sonne habt ihr schon ein bisschen. Wach habt ihr auch schon ein bisschen. Aber Bro, wenn ich richtig anfange zu rappen, Digga, das wird nochmal ein anderes Level. Wird nochmal ein anderes Level annehmen. Ich bin der Heiße im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah, zu zweit aus dem Club.